tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Ho-Oh vor. Ho-Oh ist ein legendäres Feuerflug-Pokémon und hat somit keine Entwicklungen und eine Doppelschwäche gegen Gestein, eine Schwäche gegen Wasser und Elektro, eine Resistenz gegen Feuer, Kampf, Fee und Stahl, eine Doppelresistenz gegen Pflanze und Käfer sowie eine Immunität gegen Bodenattacken. Als legendäres Pokémon sind Ho-Ohs Basiswerte extrem hoch, gerade seine Spezialverteidigung und sein Angriff stechen hier stark hervor. Die übrigen Werte sind dabei immer noch überdurchschnittlich bis gut. Die EV verteilen wir hier voll in KP und Angriff mit einem harten Wesen, um den Angriffswert zu maximieren. Als Fähigkeit nimmt man am besten seine versteckte Fähigkeit Belebekraft. Diese heilt Ho-Oh jedes Mal, wenn es ausgewechselt wird, um 25% seiner maximalen KP. Als Attacken verwendet man am besten Sturzflug, Läuterfeuer, Erdbeben und Ruheort. Sturzflug ist Ho-Ohs stärkste Step-Attacke, die allerdings 33% des verursachten Schadens auf Ho-Oh zurückwirft. Läuterfeuer ist Ho-Ohs Signature-Move. Läuterfeuer verursacht eine Menge Schaden und hat eine 50%ige Chance, den Gegner zu verbrennen und damit auch gleichzeitig Ho-Ohs schwächere Defensive auszugleichen. Erdbeben ist die einzig sinnvolle Coverage-Attacke, die Ho-Oh zur Verfügung hat. Allerdings covert sich diese enorm gut mit Feuer und Flug und macht nebenbei noch eine Menge Schaden. Ruheort ist zum Schluss noch eine Attacke, mit der Ho-Oh sich heilen kann. Alternativ kann man hier auch Genesung spielen, falls man seinen Flugtyp behalten will. Das Item der Wahl ist hier Überreste, um noch ein wenig mehr Heilung rausholen zu können. Nun zur Spielweise. Ho-Oh kann man dank seiner enormen Spätstef eigentlich problemlos in fast jeden speziellen Angreifer reinwechseln, um Schaden abzufangen. Nutzt eure Attacken, um ein wenig Schaden zu machen und haltet euch dabei bei Sturzflug nicht zurück, da ihr mehr als genug Möglichkeiten habt, Ho-Oh wieder hochzuheilen. Ruheort verwendet ihr nur, wenn ihr einen Gegner vor euch habt, der nicht genug Schaden an euch machen kann und ihm somit problemlos drinbleiben könnt. Wenn euer Gegner auswechselt oder nach einem K.O. einen schnelleren physischen Angreifer reinbringt, dann wechselt Ho-Oh wieder aus. Durch seine Fähigkeit kann Ho-Oh später mit neuer Frische wieder in den Kampf eingreifen. Wenn ihr es schafft, Ho-Oh am Leben zu halten, habt ihr mit ihm ein sehr wertvolles Pokémon. Der wohl beste Teampartner für Ho-Oh ist Groudon. Da es eine hohe physische Def, eine Resistenz gegen Gestein, eine Immunität gegen Elektroattacken hat und des Weiteren kann Groudon mit seiner Dürre Ho-Ohs Läuterfeuer verstärken und außerdem die Wasserschwäche von beiden Pokémon neutralisieren. Das war's jetzt aber von meinem Ho-Oh und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.